Moinsen, hier ist Markus von Minions War. Vierter Spieltag, Achtelfinale gegen Ecuador. Ich dachte, wir kriegen bessere Gegner, aber als Gruppenerster kriegt man ja noch nicht so gute Gegner im Achtelfinale. Aber auch im Viertelfinale sieht es nicht gut aus. Aber weil anscheinend die Favoriten alle ziemlich scheiße waren. Deswegen kriegen wir wohl erst ab Halbfinale, falls wir so weit kommen sollten. Spanien, worauf ich mich freuen würde, und im Finale sieht es ja eigentlich danach aus, als würden wir Brasilien oder Argentinien kriegen. Ich hoffe natürlich gegen Argentinien und gegen einer meiner Lieblingsspieler, Kun Agüero. Das wäre natürlich richtig geil. Aber mal sehen, ob wir das Spiel jetzt hier erstmal schaffen gegen Ecuador. Ja, aber mal sehen. Also, Marin, Klose, schade, schöner Flugkopfball ins Nichts. Ich habe natürlich wieder Kroos drin. Mit seinen 4 Ballkontakten im letzten Spiel und 2 Toren. Sensationelles Spiel gemacht. Und Marin ist natürlich auch noch wieder drin und Mats Hummels auch. Sie haben mich überzeugt und mal sehen, wie es so läuft. Ja. Mal sehen, ob wir das schaffen. Valencia, schwerer, guter Spieler auf jeden Fall. Bei Manchester United. Das wird ja mal so ein Nachfolger von Cristiano Ronaldo werden. Gurke. Der wohl nie geschafft. Mal sehen. Klose. 2 Spiele, 2 Tore, 3 Spiele. Schade, dass er das letzte Spiel nicht getroffen hat. Na, vielleicht haut er nochmal 2 Dinge raus im Laufe des Turniers. Oder jetzt am besten, wäre schön. Ich will, dass der Torschützenkönig wird. Also den Schweinsteiger auf. Klose, jetzt aber. Ah, zu viel. Ziemlich eng. Marin! Schade, daneben. Schöner Versuch. So. Kedira. Was der an Schweinsteiger auf Kroos, kriegt er natürlich nicht. Hat aber, glaube ich, jetzt schon mehr Ballkontakt als im letzten ganzen Spiel. Ah, schön, Klose, komm schon, Junge. Ah, schön, Gretchen ist nichts. Ja, Segundo Castillo ist nämlich auch. Ecuador scheint auch eine Top-Mannschaft zu sein. So wie ich gerade spiele. Oh Gott! Nein! Das war knapp, richtig knapp. Aber Manuel Neuer auf ihn ist Verlass. Ja, gleiches Halbzeit, freue ich mich schon drauf. Marin, ich komme nicht vorbei. Klose ist ja da, der hilft immer. Kedira. Nix frei hier. Die stehen nur hinten drin, die Pässe. Kroos. Was hat der vor? Haut er noch einen raus? Toni Kroos! Schlecht. Das war richtig schlecht. Wenn man mit 11 Mann verteidigt, ist es halt eben ab und zu mal schwer, ein Tor zu machen. Naja, jetzt ist erstmal Halbzeit gleich. Vielleicht haben wir noch einen kleinen Angriff. Oh Gott, wie soll den denn kriegen? Naja, okay, Halbzeit. Und weiter geht's. Ja, am Samstag werden Mark und Tobias werden wir Left 4 Dead spielen. Das wird bestimmt richtig geil. Und ich denke mal, in den kommenden Wochen auch mal werden Mark und ich auch mal GTA spielen. Und am Donnerstag kommt ja Pech 13. Das werde ich dann erstmal etwas länger, denke ich mal, zocken. Habe ich auf jeden Fall richtig Bock drauf. Und was ich Anfang der Woche mache, werde ich noch schauen. Vielleicht mal eine Runde Warcraft oder Dota oder Counter-Strike. Ich muss mal gucken, worauf ich denn Lust habe. Aber momentan denke ich eher Counter-Strike. Habe ich lange nicht mehr gespielt. Sehr lange nicht mehr. Aber mal sehen. Ich hoffe mal, mein Sound ist jetzt viel, viel besser. Ich glaube, das habe ich auch schon im letzten Video gefragt. Aber ich versuche es ja immer wieder zu verbessern. Aber müsste eigentlich jetzt eigentlich top sein. Ja. Was noch? Ja. Kedira. Oh Gott. Rückpass. Gucken. Gibt es in diesem Spiel nicht. Unrealistisches Scheißspiel. Das könnten die Penner endlich mal machen. Gott. Ich hab keinen Bock gegen so eine verkackte Mannschaft. Die Verlängerung zu gehen. Wo spielt der hin? Ja, super. Komm schon, Neuer. Oh, Manuel Neuer. Ganz stark. Und jetzt der Konter. Marin, Kroos. Oh Gott. Na, das wird nichts. Das wird nichts. Das war richtig scheiße. Kroos spielt richtig schlecht. Ich glaube, ich muss mal gleich Top-Joker reinbringen. Mal sehen. Aber mal gucken. Ich will kein Gegentor kriegen. Oh, schon wieder Neuer.
Stehen, ich hätte wäre schon längst raus, oder? Ja, das ist eben die Nummer 1. Marien sieht ihn groß. Ah, Klose. Jetzt. Wieso Ösi? Oh, wie nimmt ihr den denn an, Alter? Ist der besoffen oder so? Zu viel Kiff mit Mourinho oder was, du Lappen, Alter? Ja, komm, es wird jetzt mal Zeit zum Auswechseln. Hier, Kroos wird gehen für... komm, Lukas Podolski. Soll ich mal die Großfresse reinbringen? Ja, komm, ruhig mal Großschnauzen. Also, dann haben wir noch Götze für Kidira rein. Hier, Götze, Ninho, Özil und Götze. Mal sehen, wie das wird. Letzter Ballkontakt von Kroos bestimmt. Jetzt lauf doch ein! Freie Bahn! Er schießt nicht! Er spielt auf Klose! Oh, wie nimmt er den an? Oh Gott, ey, lahm! Kroos! Nein! Oh Mann, ey! Jetzt kommt Konter, oder was? Ah, wie grätsche ich? Ich Idiot! Das muss ich hier decken. Und irgendwie mit. Oh, Schweinsteiger! Ganz stark. Bayern-Spieler. Ich glaube, aus der Auswechslung wird es nicht mehr kommen. 5-Minuten-Spieler halt. Oh, schön gemacht von Kedira. Ah, da läuft keiner in der Mitte ein. Groß. Auf Marien. Marien, Tor! Marco Marien mit dem 1:0. Boom. Ganz stark. Ja. 1,40 Meter Zweck macht das Kopfballtor in der 90. Minute. Ich glaube, ich bin hier Last Minute Deutschland. Ganz stark. Finale. Ne, erstmal Halbfinale, ne? Viertelfinale. Ja, ganz stark. Langsam spiele ich mich gut ein. Nein, nicht wirklich. Das war Glück. Oder können. Ich sag eher können. So, Podolski. Vielleicht schauen wir noch einen raus. Klose jetzt! Miroslav Klose! Ja, komm schon, Klose. Klose. Oh Gott, ey. Naja, egal. Das ist das Viertelfinale, Leute. Okay, das war's für heute. Bis bald dann. Ciao.